Ah, da seid ihr schon wieder. Also, ich habe eben noch kurz nach dem Stream noch ein bisschen rumgeguckt und ich habe ein nettes Video gefunden, wo wir alle Skins sehen, alle Modelle und alle Vereine. Weil ihr habt unter dem letzten Video ja geschrieben, ist Chelsea dabei, dann Schalke Forever. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr seht es ja hier schon bei der farbigen Dame. Also, Schalke Trikot sieht echt nicht schlecht aus, aber wir gehen einfach mal Schritt für Schritt durch. Wie gesagt, Video auch auf YouTube schon vorhanden, aber ich wollte es euch natürlich auch zeigen. In dem Sinne gucken wir mal ganz schnell durch. Ich muss jetzt immer nur, weil ja, das Video wurde ziemlich schnell aufgenommen, würde ich sagen, aber wir gehen schnell mal alles durch mit. So, da war einmal der Skin. Also, ich finde, der ist eigentlich, sieht eigentlich richtig fresh aus. Warte mal. Ja. Oh, der geht so schnell durch. Das Trikot ist eigentlich auch noch nice. Warte mal, zack. Aber AC Mailand sieht auch nice aus. Definitiv. So, was haben wir da noch? Das war Manchester City. Na, ja, das ist okay. Aber es ist halt alles so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das sind halt alles so die klassischen Trikots gefühlt. So, was haben wir noch? Gott, ich weiß. Was ist das? Esporte Club. Ach ja, Bayha. Es konnte mir immer noch keiner reinschreiben. Wo ist bitteschön bei H? Bei H hier. Schreibt mal bitte irgendeiner in die Kommentare. Google mal danach. Wo ist bei hier? Weil nach dem Video weiß ich jetzt schon, ich habe es wieder vergessen. So, dann haben wir Klapper. Ne, er geht. Wie schnell geht denn der durch, ey? Mann, 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 Mann. So schnell kann doch kein Mensch gucken, ey. Ja, da war Klapper. Ich krieg das noch für euch hin. Warte. Klapper, Klapper. Wir müssen einen Klapper finden. Na. Oh, wie schnell der durchgeht. Da ist Klapper. Ein Klapper ist nice. Also das ist ein schönes Trikot. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eins der schöneren. So, was haben wir dann noch? Celtic Glasgow. Klassikerverein. Dann. Ah, rosa Trikot feiere ich nicht so. Also absolut nicht. Und ich sage jetzt schon, gerne ein Like da lassen und schreibt in die Kommentare, welches Trikot ihr holen würdet, wenn ihr die V-Bucks hättet oder etc. Also nicht, welchen werdet ihr euch kaufen, sondern welchen findet ihr so am schönsten. So, was haben wir noch? Na, da habe ich eigentlich mehr erwartet bei Inter Mailand. Da, Schalke. Also Schalke ist wirklich klassisch. Dieses Blau ist einfach nice. Und ich bin kein Schalke-Fan. Ihr wisst ja, ich bin bei Fußball eh neutral. Ah, beschickt das. Das sieht eigentlich typisch aus wie ein Real-Trikot. Das wäre so das klassische Real-Trikot. Weiß. Hatte Real nicht weiß mit Gold? Ich meine, hatten die sogar. So, was kommt als nächstes? AC Rom. Also, ist okay. Was haben wir noch? Boah, der geht so schnell da durch. Melbourne City ist als nächstes. Wie schnell ich hier? Ich muss hier so schnell Pause drücken. Ja, 0815 Trikot finde ich. Ah, das ist auch okay. Das Problem ist halt einfach, denkt dran, ihr seht die Skins immer von hinten. So, dann haben wir Sporting. Ja, klassisches Sporting-Trikot. Das ist halt typisch Sporting. Wenn ihr wissen wollt, wo Ronaldo herkommt, genau in dem Trikot hat er angefangen. So, jetzt kommt, glaube ich, das Beste. Ja, ich bleib dabei. Das Juventus-Trikot sieht, glaube ich, mit am besten aus. Gerade mit unten dem ganzen Waben und alles. So, zack. Oh. Alle, die FIFA gespielt haben, kennen diese Trikots. Vor 2, 3 Jahren hatten die immer die besten Trikots. Gefühlt wirklich. Also die Farbenkombination, also ich feiere das, weil das halt so komplett anders ist. So, was haben wir noch? Sevilla. Ja, Sevilla klassisch. Ich sage, es sind viele Klassik-Trikots dabei in meinen Augen. Ob das an Lizenzgründen liegt, aber es sieht auch nice aus. Wäre es rot, wäre es halt so typisch Spider-Man. Aber ist auch nice. So, was haben wir noch? Ja, West Ham, klassisch. Halt genauso wie das Wappen ist. Also das Trikot ist eigentlich. Ja, es ist okay. So, was haben wir noch? Zack, zack, zack. Achtung. Oh, doch, Wolfsburg. Na, die Farbe ist auch nice. Aber das ist, glaube ich, zu auffällig, finde ich persönlich. So, was haben wir noch? Oh, die Arme. Die Arme sehen richtig. Die Farbe ist auch geil. Das ist so eine Mischung aus, ja, ist es Gold? Das ist eigentlich so goldgelb. Aber mehr Gold als Gelb. So, was Vereine haben wir jetzt eigentlich alle gehabt? Ja, jetzt kommen die Modelle. Die haben wir jetzt hier. Also von denen. Das erste haben wir jetzt ganz vor oben links gesehen. Gucken, welche nimmt.
Okay. Ganz ehrlich, wenn man die Augenringe anguckt, ich glaube, die hatte eine harte Nacht. Also, boah. Also jetzt mal ganz im Ernst, das könnte auch ein Skin sein aus GTA. Meinst du, wenn du dir so eine Kriegssüchtige machst? So, was haben wir noch? Da. Das sieht okay aus. Hatte Asroben bei dir auch das? Ah doch, durch das Frauenmodell wirkt das natürlich ganz anders. So sieht das Trick bestimmt wieder besser aus. Er ist so schnell, gell? Ah, ist okay, ist klassisch. Ne, Manchester City, da gefällt es mir am Mann definitiv besser. Warte mal. AC Mailand, AC Mailand. Na. Hier muss so schnell sein. Ja, so waren halt die klassischen Trikots früher. Das wäre eher so ein typisches Trikot von FIFA 97 gewesen oder so. Ah, das ist West Ham. Ah, ist auch okay. Also ich muss sagen, die meisten Trikots sehen an den Männern schon besser aus. Ah, ja. Boah, Juventus. Ich sage, ich glaube, das Juventus-Trikot ist persönlich wirklich Favorit. Doch. Also, ja, Schalke. Ah, mal gucken nochmal. Also, ich habe mich noch nicht so wirklich entschieden. Schalke sieht auch nice aus. Aber das Rom hatten wir eben schon. Und der geht so schnell durch, gell? Ihr seht ja, wie ich am Pause drücken bin. Aber das. Die Farbe ist halt schon grell. Also, ganz im Ernst. Ja, Inter Mailand hatten wir. Ja, ich sage ja Juventus. Also, ich glaube, ich bleibe bei Juventus. So. Da weiß man nicht, ob Männlein oder Weiblein. Also ganz ehrlich, der sieht schon ein bisschen cringe aus. Also ich glaube, wenn der vor dir steht, der könnte es auch machen. So. Ja, das sieht so typisch japanisch aus. Aber da passt doch das Trikot irgendwie zu. So stellt man sich einen japanischen Fußballspieler vor. Aber halt einer, der gut durchtrainiert ist. So, was haben wir noch? Na gut, das sieht eher, also jetzt so ganz im Ernst, das sieht eher aus wie ein Rugby-Spieler als ein Fußballspieler. So, jetzt kommt das andere Modell. Naja, geht mal die Trikots durch. Ja, bei dem sehen die Trikots natürlich heftiger aus. Halt wie so ein Türsteher im Prinzip. Bam, bam, bam. Was haben wir noch? Wolfsburg. Oh. Also ganz ehrlich, die Skin-Kombo. Entweder das oder Juventus. Wenn ich das jetzt so mit den Armen sehe, dann würde ich eher sagen das. Aber wie gesagt, schreibt es mir wirklich in die Kommentare, welches Trikot würdet ihr nehmen und welche Skin-Verbindung. Also ist schon nice. Ah, AS Rom. Ich sage, bei den männlichen sieht es besser aus. Also ohne Quatsch, holt euch am besten keinen weiblichen Skin. Weil ihr seht selber, beim weiblichen Skin sieht es schon seltsam aus. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weil einige haben halt eben schon gefragt, wie sehen die Trikots aus, welche Vereine. Jetzt habt ihr alles soweit gesehen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, wenn ihr neu da seid. Gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr bei Twitch dabei sein wollt, wenn wir einen Skin verlosen etc., einfach unten in die Videobeschreibung geben, gerade auf Twitch, Follow da lassen. In dem Sinne, euch noch eine schöne Nacht, egal wer noch wach ist. Und in dem Sinne, haut rein.